Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jackos Backstube. Wir werden heute zusammen Butterplätzchen backen. Das Rezept dazu findet ihr wie immer im Video eingeblendet oder in der Beschreibung. Wir beginnen damit, das Mehl abzuwiegen. Bei mir passt das hier gerade so, bis die Packung leer ist. Danach folgt die Butter. Diese schneide ich nun in die Schüssel, damit sich das Handrührgerät danach etwas leichter tut. Nach der Butter folgt auch schon der Zucker. Anschließend kommt noch eine Packung Vanillezucker obendrauf. Und nun die Eier. Ich gebe hier ein ganzes Ei hinein und anschließend trenne ich noch eins, von welchem wir nur das Eigelb benötigen. Und rein damit. Nun kann man das Ganze verrühren. Ich nehme hierzu ein Handrührgerät mit den Knethaken und werde das Ganze nun gut vermengen, bis es ungefähr so aussieht. Der Teig ist nun eine klebrige Masse, welcher ziemlich klebt, wenn man ihn berührt. Der Teig wird nun in Alufolie eingewickelt. Ich mache hier praktisch ein großes Bonbon, welches ich anschließend in den Kühlschrank lege. Noch schnell die Ecken zudrehen. Und ab damit in den Kühlschrank. Den Teig lasst ihr am besten über Nacht im Kühlschrank, damit er schön fest wird und ihr ihn nachher gut weiterverarbeiten könnt. Am nächsten Tag entnehmt ihr den Teig wieder aus dem Kühlschrank und entfernt vorsichtig die Alufolie. Ich schneide nun ein Stück vom Teig ab, welches ich nun verarbeiten werde. Hierzu bestäube ich eine Arbeitsfläche mit Mehl und drücke den Teig anschließend platt. Da dieser noch ziemlich kalt ist, ist das eine schweißtreibende Arbeit, da er ziemlich fest ist. Wenn er jedoch etwas weicher wird, fängt er wieder das Kleben an und lässt sich sehr schlecht verarbeiten. Den Teig wie hier am besten immer mit viel Mehl ausrollen, damit er nicht am Nudelholz oder der Arbeitsfläche ständig kleben bleibt. Nun nochmal kurz lösen, bevor ich die Formen ausstriche. Und los geht's mit dem Ausstechen der Plätzchen. Ich habe hier verschiedene Tierformen. Was ihr jedoch benutzt, spielt hier keine Rolle. Hier noch eine Riesenente. Man sieht nun auch schon, dass der Teig etwas wärmer ist und somit etwas weicher und klebriger. Und fertig sind die ausgestochenen Plätzchen. Diese kann ich nun in den Ofen geben, wo ich sie für ungefähr 10 Minuten bei 160 Grad backen muss, bis sie schön goldbraun sind. Und rein damit. So, die Zeit ist um und ich kann die Plätzchen wieder entnehmen. Das Ganze lasse ich nun abkühlen und gebe es anschließend auf einen Teller und kann es nach Belieben mit Puderzucker verfeinern. So, ich hoffe, euch hat es gefallen, wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.